Also es ist ein sehr historischer Bus, der wurde vor 50 Jahren auch genutzt, um die Schüler zur erstmaligen Auflage von Jugend trainiert zu fahren. Und für dieses Jubiläum wurde dieser Bus halt auch designt und konzipiert. Es ist eine fahrende Ausstellung mit historischen Informationen und auch mit großen aktuellen Sportlern, mit Zitaten. Ich glaube, es lohnt sich, dort reinzuschauen. Das fühlt sich gut an. In Niedersachsen gibt es eine ganz besondere Struktur, und zwar gibt es dort Schülerrudervereine und Schülerruderriegen. Das heißt, die Schulen selber haben eigene Vereine und machen die komplette Talentsichtung. Das heißt, die bringen ihnen das Rudern von Anfang an bei und geben dann zum Leistungssport die Ruderinnen und Ruderer weiter in Rudervereine. Ich bin in einem Verein gewesen, wo ich größtenteils immer nur um einer gefahren bin, und durchs Schülerrudern wurde mir ermöglicht, dass ich auch Mannschaftsboot fahren kann. Letztendlich bin ich 2007 dann im Doppelvierer beim Bundesfinale dabei gewesen, und da schließt sich eigentlich der Kreis, weil ich meine Weltmeisterschaftsmedaillen alle im Doppelvierer gewonnen habe. Ich finde, 50 Jahre ist ein stolzes Jubiläum, und die 50 Jahre zeigen, was für eine riesen Talentschmiede dieser Wettbewerb ist. Und von daher finde ich es sehr angemessen, dass man all denen gegenüber, die seit so vielen Jahren ehrenamtlich im Einsatz sind, richtig was leisten, da auch herzlich Danke sagt und genauso herzlich gratuliert und für mindestens die nächsten 50 Jahre alles Gute wünscht. Nein.